Ja, wir kommen deutlich besser ins Spiel als Lemgo, führen gleich nach 6 Minuten sofort mit 5-2, haben das Spiel eigentlich völlig im Griff, machen dann leider gerade in der zweiten Welle im Angriff einfach zu viele Fehler. Holen Lemgo so wieder ins Spiel, dann geht es eine Zeit lang 1 hin, 1 her und irgendwann geraten wir in Rückstand. Ja. Und dann sind es 2, 3 und auf einmal waren wir 5 Tore weg und haben dann vor der Halbzeit Gott sei Dank nochmal einen kleinen Lauf. Und müssen wir eigentlich froh sein, dass wir nur mit 2 Toren Rückstand in die Halbzeit gehen. Und das Momentum hatten wir eigentlich völlig auf unserer Seite. War halt blöd, dass wir dann durch die Halbzeit leider unterbrochen wurden. Und verschlafen dann den Start von der zweiten Halbzeit vollkommen. Machen auch wieder zu viele einfache Fehler, nehmen uns 2, 3 Würfe, die wir uns nicht nehmen dürfen. Und Lemgo hat es eiskalt bestraft, dann waren wir 6 hinten. Und da muss ich sagen, da haben wir einfach nicht aufgegeben. Wir haben gekämpft bis zum Schluss. Auch wenn nicht immer alles zu unserem Gunsten gelaufen ist, aber wir haben das Spiel durchgezogen bis zum Schluss. Und am Ende müssen wir dann nach einem 6-Tore Rückstand in der zweiten Halbzeit mit dem Punkt auch leben. Ja, du sprichst an. Ich nehme mich da nicht mit raus. Auch ich habe heute deutlich zu viele Fehler gemacht gehabt. Dann das nehme ich auch mit auf meine Kappe, wie du sagst. Aber wir haben uns nicht aufgegeben, auch ich nicht. Wir haben uns weiter reingekämpft, wir haben uns reingebissen, dann wieder Selbstvertrauen in der Abwehr geholt und haben es dann auch vorne wieder besser gespielt gehabt. Haben viel mit Isolation gespielt und den Ball weiterbekommen und dann am Ende klare Chancen herausgespielt und die dann auch verwandelt. Ich glaube, bis jetzt war bei jedem Spieltag immer ein Riesenspiel dabei, wo man jetzt nicht so auf dem Schirm hatte. Die Liga ist mittlerweile so ausgeglichen, da kann jede Mannschaft an einem guten Tag jede schlagen. Und das hat es auch bei uns heute gezeigt. Ihr habt, wenn du gut anfängst, dann ist das Spiel immer noch nicht vorbei. Lemgo hat dann sehr gut mitgespielt und wenn du dich nicht aufgibst, kann man auch trotzdem 6 Tore Rückstand ein Spiel noch drehen. Gut, 2 Wochen frei sei mal dahingestellt. Marcel und ich, wir dürfen ja zur Nationalmannschaft. Das ist natürlich eine schöne Sache für uns beide. Marcel spielt seit zig Jahren auf einem enormen Niveau und hat sich die Nominierung richtig verdient. Und auch ich freue mich jetzt nach meiner langen Verletzungspause extrem drauf. Und da gilt es jetzt dann natürlich, jetzt übers Wochenende zu regenerieren, dass wir nächste Woche mit vollem Akku zur Nationalmannschaft gehen können. Und die 2. Woche wollen wir dann natürlich nutzen, um uns auf Hannover vorzubereiten. Auch das wird kein einfaches Spiel. Da müssen wir von Anfang an Gas geben und dann aber auch über 60 Minuten guten Handball spielen, dass wir da eine Chance haben und 2 Punkte holen. Wir kommen richtig gut ins Spiel rein, starten eigentlich da, wo wir in Leipzig aufgehört haben, sind hinten richtig gut gestanden, haben hohes Tempo gemacht und sind deshalb auch, glaube ich, gleich 7-4 vorne und dann kommt so der kleine Knick, obwohl wir weiter unser Tempo gehen, hinten gut stehen, werfen wir einfach viel zu viele Bälle weg und bringen somit Lemgo wieder ins Spiel und uns irgendwie so komplett aus im Spiel. Dann von -3 auf oder von +3 auf -3 und dann auf -5, aber dann haben wir uns in der Abwehr noch mal ein bisschen stabilisiert und kommen dann so ein bisschen besser in die Pause rein, nur mit -2 und haben uns dann natürlich auch viel vorgenommen, weil wir gesehen haben, dass vieles möglich ist mit unserer Abwehr, aber dann machen wir gleich wieder dumme Fehler und dann geht es auf -6 und da kann man dann einfach sagen, wir können stolz sein auf unseren Kampf, dass wir diese 6 Tore noch mal aufholen und dann am Ende mit einem Punkt hier rausgehen. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, 11 technische Fehler, erste Halbzeit spricht irgendwie für sich. Ich weiß nicht, ob wir zu hohes Tempo gegangen sind, wobei wir das eigentlich schon können und auch müssen, um unsere Leistung zu zeigen. Aber warum wir solche Tiefen hatten, ist immer schwer zu sagen. Das muss man natürlich in dem Video sehen. Wir müssen einfach noch konzentrierter an die ganze Sache rangehen und den Ball besser beschützen sozusagen. Ja, natürlich bin ich jemand, der auf Außen noch ein bisschen mehr reden und Feuer geben kann. Im Mittelblock muss man immer schauen, auf den Kreis aufpassen mit den Rückraumspielern und so weiter. Und da ist schon mein Ziel, einfach die Stimmung hochzuhalten. Ich fand, obwohl es heute nur 468 Zuschauer waren, fand ich eigentlich echt eine gute Stimmung, trotz der schlechten Leistung, sagen wir so. Aber meine Aufgabe ist natürlich, ich will vorne rangehen oder vorangehen und natürlich Gas geben. Und das erwarte ich von meinen Mitspielern auch und deswegen versuche ich die auch zu pushen. Also wir haben jetzt erstmal eine kleine Erholungsphase übers Wochenende und dann sind Basti und ich ab Montag bei der Nationalmannschaft bis Sonntag, haben da 2 Spiele. Wir freuen uns natürlich mega, dass wir unser Land vertreten dürfen und dass wir da auch dabei sind. Das ist immer eine Ehre und man fühlt sich natürlich, oder man ist einfach glücklich dabei zu sein. Und danach ist, ich weiß gar nicht, es ist immer so schwer mit was ist in 2 Wochen. Ich finde gerade irgendwie, man muss von Tag zu Tag einfach schauen. Man kriegt so viele News immer um die Ohren geklatscht und
Ich hoffe einfach, dass jetzt bei der Nationalmannschaft da alles gut geht, dass hier die Jungs normal trainieren können und alles passt. Und dass wir natürlich gestärkt nach Hannover fahren, weil da wollen wir natürlich die nächsten Punkte holen.